Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. Immer noch auf dem Weg zur Platte. Och nö! Ich zieh was Stütze. Was bist du denn? Das war's dann. Ich zähl auf dich. Ich übernehme. Da geht noch was. Hier, Blitz für dich! Die Augen auf den Zähnen! Mach das Messerstück fertig! Oh, er hat gerade ein Schutzschild, hm? Jetzt hörst du mir! Nein! Sehr gut. Sehr gut, weiter so! Mhm. Blöder Schrotthaufen, ey. Hier zu bröckeln beginnt. Na dann, gute Nacht. Wird schon nicht passieren. Wir sind schließlich die Helden hier. Ah, sehr schön. Turbo-Äther, nicht schlecht. Kann ich hier rein sogar? Nö. Geht's hier dann weiter und nicht da vorne? Fragen über Fragen. Ne, aber hier geht's doch weiter, deswegen, what the fuck? Dann gucke ich mir doch zuerst einen anderen Weg an. Immer diese versteckten Wege. Ah ja, genau, hier ist sogar nur eine Kiste wirklich. Das ist schön. Dann muss ich mich ja gar nicht erst lange hier aufhalten. Ihr hättet gar nicht mitkommen müssen, Leute. Ist alles okay. Wir gehen direkt wieder. Aber trotzdem danke, dass ihr mitgekommen seid. Dass ihr mich nicht alleine lassen wollt. Ich fühle mich sehr geliebt. Hier fühle ich mich jetzt gerade dezent an Mirror's Edge erinnert, weil da auch immer diese komischen Dinger hier auf den Dächern ja rumstehen. Sehr schön. Mirror's Edge ist eines der wenigen Spiele, die ich wirklich mag, obwohl sie aus der Ego-Perspektive sind. Wie furchtbar. Prägt euch den Anblick gut ein. Ja. Sieht schon heftig aus. Oh. Das Teil hier schwankt aber gewaltig. Ich hoffe, dass wir da nicht drüber müssen, aber wozu? Das ist, ja, zum Glück nicht mein Weg. Ich gehe weiter nach oben lieber. Einfach weitergehen. Oh, wir sind auf der Straße. Auf einer eingestürzten Straße. Meine Güte, echt, da ist alles zerstört. Einfach ein Riesenteil der Platte weg. Und alles unter sich begraben. Da noch was am Brennen sogar. Shinra, wir machen dich fertig. Fühlt sich verdammt gut an, dass wir Shinra jetzt endlich an den Kragen gehen. Platz nicht vor Wut. Keine Sorge. Wenn hier wer platzt, dann diese Shinra-Säcke. Sehr schön. Na, Barrett, steckst du fest, oder? Nee, kommst durch, gut. Oh je, jetzt heißt es wieder Balance halten. Wollt ihr hier echt lang? Bloß nicht runtersehen. Alles ganz cool. Bitte Ruhe selbst. Ich bin ein bisschen nervös. Ganz ruhig, Barrett, alles wird gut. Einfach einen Fuß vor den anderen setzen. Na, siehst du, geht doch.
Nur keine Zurückhaltung. Ah. Subtil ist eh nicht so mein Ding. Meine Güte. Geht doch. Keine große Sache. Okay. Oh. Da geht's ja auch noch lang. Aber an sich geht's ja auch irgendwie mit dem Seil doch lang. Ich hatte doch eben so eine Anzeige gehabt. Beziehungsweise hier. Aber da geht's irgendwie nur wieder nach unten. Ist da oben noch was drauf? Sieht gerade nicht so aus. Das fand ich aber schon irgendwie offensichtlich. Ist da oben vielleicht doch irgendwas? Nachschauen. Weil wenn die anderen da hinten rumlaufen, ist das wahrscheinlich eher der Hauptweg. Deswegen, was ist hier? Eine Kiste, siehst du mal. Habe ich von unten gar nicht gesehen. Oh, da ist was abgestürzt sogar. Zauberreif. Okay. Was haben wir denn gerade? Wir haben gerade den Gothic-Reif. Ja, Zauberreif, nee, der wäre schlechter. In jeder Hinsicht. Oh, wir haben außerdem das Schwert, was wir gerade haben, gemeistert. Wollen wir dann vielleicht nochmal irgendwie wechseln vielleicht? Obwohl, warum eigentlich, ne? Naja, je nachdem. Kommt, wie gesagt, auf das Dingens an. Ich meine, hier habe ich den Klingenstrahl natürlich. Das ist schon ziemlich geil. Ein heftiger Schlag mit Schadensbonus bei Gegnern im Schockbereich. Naja, das mag ich sowieso nicht. Das habe ich auch wenigstens gemeistert. Das habe ich auch gemeistert, deswegen... Ach nee, komm. Wir bleiben bei unserem Schwert vorbei. Warte mal, kann ich hier, Kann ich hier? Waffenmodifikation nochmal. Ich könnte noch was machen, glaube ich, oder? Wenn ich schon mal dabei bin, hier alles richtig schön zu machen, dann, da vorne sind neue Sachen nämlich auch erschienen, siehst du mal. Was habe ich hier noch nicht? Erhöht Resistenz gegen Zustandsveränderung. Oh ja, 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 ja. Nice, nice, nice. Nehme ich alles mit, Kinders. Zusatzschaden. Klingt alles sehr nice. Ansonsten habe ich hier jetzt, glaube ich, sogar wieder alles. Deswegen direkt das nächste. Achso, ich habe jetzt auch nur noch 10 Punkte. Deswegen, das ist natürlich jetzt nicht mehr genug. Deswegen, na gut, schade. Aber war nicht schlecht, das mal eben gemacht zu haben. Wobei, ich könnte mal eben bei dir auch noch ein bisschen was machen. Ha, maximale Wutgeschicklichkeit 0%, warum? Ha, habe ich überhaupt schon irgendwas gemacht? Ich meine doch, sieht so aus. Aber ich habe wieder neue Sachen auch hier. Deswegen... oh ja, oh ja, oh ja. Sehr gerne. Na. Haha, auch nicht schlecht. Ja, bitte. Ah, wieder nicht genügend, alles klar. Ich denke mal, das sollte doch ganz gut sein. Tiefer Schätzchen, was ist mit dir gerade eigentlich? Wollte schon gerade sagen, du hast doch... Okay. Wiederholter Angriff mit dieser Fertigkeit erhöhen die Chance, den Gegner einzuschüchtern.
Sekunde. Kann ich dir sonst was Besseres inzwischen geben? Mehr oder weniger ist es sonst besser. Ich meine, magische Attacke wird dadurch besser und die Schnelligkeit erhöht sich aber auch. Okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich bin ja eher mehr auf physisch, deswegen ist das nicht so mein Ding. Die Lederhandschuhe hatte ich auch nicht ganz gelevelt außerdem. Das mit dem Tritt war nämlich auch auf jeden Fall nicht schlecht, aber auch wieder eher Magie. Federhandschuh, auch eher alles Magie. Ich habe nichts irgendwie wirklich für physisch direkt, deswegen, außer vielleicht das, was ich gerade habe. Das ist schon alles dann dementsprechend richtig so. Gebe ich dir auch nochmal eben ein paar Pünktchen, wenn wir schon mal gerade dabei sind, gell? Genau, sowas hier. Physische Attacke nochmal hochpushen, ne, was ich ja eh am meisten verwende. Magische Attacke. Ich meine, okay, zwischendurch nutze ich es ja schon, deswegen ja, ne? Und das war's dann auch schon wieder. Okay. So, dann jetzt aber auch wirklich weiter hier. Oha. Immer schön an der Wand bleiben, nur nicht zu weit nach vorne lehnen, alles wird gut. Und Barrett, rück mir nicht so auf die Pelle. Wahrscheinlich will er einfach nur möglichst schnell drüben sein, ich kann es ja verstehen, aber trotzdem. Das schaffen wir! Oh. Wurde schon ungeduldig. Da geht noch was. Ui. Okay. Okay. Das ging schnell. Komm schon! Immer in Bewegung. Meine Freunde sind schon längst weg, Hilfe. Ah. Ich mag den Heli nicht. Jetzt kann ich dir das sagen. Bleib so nah! Immer schön Blitz. Komm. Oh oh. Nicht gut. Oh, ach, der andere hat auf mich gezielt. Auch gut. Ich könnte sogar hier eine Beschwörung machen. Mache ich aber jetzt nicht. Das kriegen wir auch so hin. Er zielt schon wieder auf mich. Das ist nicht nett. Stirb! Auf jeden Fall habe ich seinen Schaden dadurch, seinen Zielen dadurch abgebrochen. Sehr gut. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Eigentlich nicht. Na. Schön, dass wir so viel Müll dabei haben. Kann ich den mal endlich aufbrauchen.
Was, aber Belt war doch gerade schon voll, wieso? Okay, anscheinend doch nicht ganz. Sah nur so aus. Die Musik ist auf jeden Fall gerade mega geil. Hier ist nichts in der dunklen Ecke. Okay. Kirsten! Und tschüss. Bin gespannt, wann der Heli wieder auftaucht. Und das ist garantiert noch nicht in Ruhe. Das wäre zu schön. Das wäre zu einfach. Okay, dann mal schnell weiter. Mal gucken, ob wir wirklich vor dem weiterhin weglaufen müssen oder den jetzt noch gleich fertig machen können. Ja, genau, fliegt mal weiter, Jungs. Hier gibt es nichts zu sehen für euch. Hey, genau so ein Dach gab es bei Metal Gear Solid Snake. Da musste ich mich da vorne abseilen. Vorwärts! Ach, Mensch. Was übernimm du? Wurde schon angedeutet. Sterb doch einfach. Aua, aua, aua. Das ist nicht nett. Hier, Blitz für dich. Oder auch irgendwie nicht. Ich wollte gerade nicht. Boah. Wirst du wohl hier bleiben? Schon was sagen. Ja, das glaube ich dir. Oh, hier kann ich mich sogar ausruhen. Wie schön. Mitten in der Action mal eben kurz Pause. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Mal sehen, gibt's hier noch irgendwas Schönes? Oh ja, Angebote gibt's hier. Okay. Dann... Hier geht's... Oh, hier ist auch noch was. Okay, warum geht's hier noch nach oben? Ich meine, der Weg da hinten, das ist doch Hauptweg, oder nicht? Sieht jedenfalls danach aus, aber an sich ist es eigentlich... Ah ne, Quatsch, hier war ja das. Ist das das Hauptweg oder nicht? Nee, hier ist eine Kiste. Hätte ich dann fast übersehen. Weil es viel zu offensichtlich war. Deswegen dachte ich, es wäre der Hauptweg, aber nee, sehe ich dich ja gar nicht. Oh, noch eine Kiste. Ich werde hier verwöhnt. Wir fangen von vorne an. Machen wir. Hey, Cloud, du hilfst uns doch bestimmt. Wird nicht billig. Hey, Cloud kann ja Witze machen. Da hat er sogar fast gelächelt. Wenn auch nur fast. Aber gut, Leute. Die Action-Passage ist vorbei. Ah, Hilfe. Wir haben hier jetzt gerade wunderbar schöne, entspannende Musik. Und der Part ist auch lang genug. Deswegen ein perfekter Moment, um jetzt hier zu cutten. Seht euch doch einmal diesen wunderschönen Himmel an. Erfreut euch daran. Und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy VII Remake.
Und bis dahin, macht's auf jeden Fall gut, ihr Lieben. Und ciao.